Vielen Dank Ihnen hier im Studio und auch einen schönen Abend Ihnen zu Hause. Ja, willkommen zu unserer Sendung, in der wir am Vorabend eines Treffens mit diesem Mann hier heute sprechen müssen. Ein Treffen, mit dem ganz große Erwartungen verbunden sind, weil ganz am Ende vielleicht sogar ein Friedensprozess in Syrien stehen wird. Könnte, so muss man das sagen, der amerikanische Außenminister zu Besuch in Moskau. Man könnte sagen, endlich sprechen sie mal wieder miteinander. Aber Putin hat nicht mal einen Termin frei, obwohl er und Tillerson sich bestens kennen aus alten Ölzeiten, als alles noch wie geschmiert lief. Jetzt aber kommt der ehemalige ExxonMobil-Chef als Außenminister der Macht, die sich gerade kraftvoll auf der politischen Weltbühne zurückgemeldet hat. Und wir wollen wissen, was bedeutet das von einem Mann, der hier mal sagte, unser Bild von Amerika ist falsch, provinziell und romantisch. Amerika ist in Wahrheit sehr hart und brutal. Herzlich willkommen, Professor Christian Hacke. Ich freue mich sehr, dass Sie heute unser Gast sind. Interessant. Ja, und apropos hart und brutal. Dieser Mann hier hat hier in der Sendung mal erzählt, wie er von einem katholischen Internat flog, weil er sich ausgerechnet in die Nichte des Pfarrers verliebt hatte. Und wie er dann später als Schauspieler scheiterte, weil er einen Muttermörder so ergreifend spielte, dass zwei Damen im Publikum entzückt riefen, mein Gott, dieser Mörder ist ja wirklich zuckersüß. Die Showidee seines Lebens kam ihm ausgerechnet während eines Windhunderennens in London. Er ist einer der kreativsten Fernsehköpfe überhaupt, obwohl einer mal über ihn schrieb, wer 40 Jahre nicht in Deutschland war, der könnte den freundlichen Herrn mit der Brille für den Beamten vom Ortsausschuss halten. Demnächst wird dieser Mann 75 und wir begrüßen sehr herzlich eine lebende Legende. Frank Elstner ist unser Gast. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, Frank. Schön, dass du da bist. Ja, und an seiner Seite ein Mann, der, so erzählt es zumindest Frank Elstner, ganz maßgeblich daran beteiligt ist, dass er einer dieser Alterslosen geblieben ist. Thomas Gottschalk sagte hier in der Sendung mal übers Älterwerden, alt werden ist kein Problem, nur dass man es sieht, finde ich wirklich scheiße. Er dagegen sagt, man kann dafür sorgen, dass man ganz lange gar nichts sieht. Er behauptet allen Ernstes, und jetzt bitte festhalten, 82 Jahre alt zu sein, ist Sport- und Präventivmediziner ein Mann, der noch jeden Tag joggt. Deutschland, sagt er, lebt im Zeitalter der Verstopfung. Und dieser Mann hat nicht nur Ahnung von Sport, sondern auch eine faszinierende Biografie, hat als Arzt zu Zeiten des Vietnamkriegs auf einem Krankenschiff gearbeitet und dort die Saigon-Hocke kennengelernt. Was das ist, wird er uns erzählen. Herzlich willkommen, Gerd Schnack. Freue mich sehr, dass Sie da sind. Der Mann mit der Saigon-Hocke. Ja, und dann noch einer, dem eine ganz und gar ungewöhnliche Karriere gelungen ist. Vielleicht eine der ungewöhnlichsten Musikerkarrieren dieses Landes überhaupt. Den Brian Ferry aus Münster haben sie ihn früher genannt. Dabei sagt er bis heute, Musiker im klassischen Sinne war ich eigentlich gar nie. Umso erstaunlicher, wie er und ein paar Studentenfreunde aus Münster buchstäblich über Nacht zu Weltstars wurden. Es war das Jahr 1984 und Alpha will gelangen aus dem Stand 3 Welthits am Stück. Er war schon 30, als die Zahnspangen in seinem Leben plötzlich tief flogen. Und die Frage ist, wie süchtig macht diese Art von Erfolg? Er sagt, das letzte Kapitel dieser Band ist noch nicht geschrieben und legt ein neues, sehr gelungenes Album vor. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Marian Gold ist unser Gast. Herzlich willkommen. Mit dem wir am Ende der Sendung auch noch live Musik machen wollen. Ja, und apropos Gold, eine Frau bei uns in der Runde. Das Beste immer zum Schluss, die mit dem schönen Satz zu zitieren ist, Honig ist für mich wie flüssiges Gold. Dazu muss man wissen, dass sie Teil einer großen internationalen Bewegung ist, die immer größer wird und die man auch als eine Art von Rückzug oder auch stillen Protest gegen immer weiter voranschreitende Umweltzerstörung begreifen kann. Sie ist Imkerin, genauer gesagt Stadtimkerin. Über den Dächern von Berlin sammeln Hunderttausende Bienen, die ihr gehören und die sie betreut, Honig. Am schönsten, sagt sie, ist es, durch die Bienen zu lernen, dass es sich lohnt, den Dingen Zeit zu geben. Herzlich willkommen, Erika Mayer. Ich freue mich sehr, dass Sie heute unser Gast sind. Also,
viel zu besprechen. Schön, dass ihr alle da seid. Und lasst uns direkt rein und über die unschöneren Dinge sprechen. Kim Jong-un droht mit härtesten Gegenmaßnahmen gerade heute wieder, ist zu jeder Art von Krieg bereit, lässt er wissen. China verlegt 150.000 Soldaten und Putin sagt, ich werde jede Aggression beantworten, Herr Hacke. Wie schaut denn jemand wie Sie, der Profi, der Politprofi, gerade auf diese Welt? Na, unruhig wie die meisten von uns natürlich. Mhm. Aber man darf nicht in Hysterie verfallen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Aber wir sind natürlich auch ein bisschen unsicher über einen Mann, von dem wir wissen, dass er eben erst seit ein paar Wochen amerikanischer Präsident ist, mhm. der es uns nicht gemütlicher macht. Nicht? Denn in unruhigen mhm. Zeiten hätten wir natürlich gerne einen Mann auch mit Übersicht, mit Gelassenheit. Aber ich denke, es zeigt sich ein bisschen Lernfähigkeit. Aber was Sie genannt haben, gerade mit Nordkorea, glaube ich, ist eins ganz wichtig zu sehen. Das ist keine schöne Angelegenheit, was die machen, die Nordkoreaner, dass sie auch Langstreckenraketen jetzt haben, mhm. dass sie mit Atomschlacht drohen. Aber im Kern sollten wir das nicht überschätzen und, wie ich gesagt habe, nicht in Hysterie verfallen, weil es defensive Maßnahmen sind. Das, was denen am allerwichtigsten ist, ist, dass sich keiner in die inneren Angelegenheiten reinmischt. Und deshalb machen sie dieses Imponiergehabe, deshalb nicht die Aggression vermuten, sondern das ist traurig genug, dass dieses totalitäre System seit Jahrzehnten schon sozusagen die Menschen dort im Griff hat. Ich wollte gerade sagen, dieses gebeutelte Land mit diesen gebeutelten Menschen, die teilweise gar nicht wissen, was sie eigentlich am Abend tatsächlich essen sollen. Lassen Sie uns einmal vorne anfangen, jetzt in diesem jüngsten Komplex, Herr Hacke. Dieser Giftgasangriff in Syrien, in dem gerade so viel geredet wird. Wie hat der die Weltpolitik verändert? Also er hat sie verändert. Die Frage ist genau richtig, wenn Sie sagen, warum die Weltpolitik verändert wurde. Weil jetzt eigentlich die Amerikaner signalisiert haben, wir sind wieder da. Wir sind wieder im Nahen Osten. Unter Obama, das darf man nicht vergessen, haben sich die Amerikaner zurückgezogen. Das kann man sehr ambivalent sehen. Und es gibt genügend Leute, die sagen, das war ein Fehler, weil dann in dieses Machtvakuum die Russen reingestoßen sind. Und natürlich auch mit der militärischen massiven Unterstützung Assad eben stützen und weiterhin stützen. Und dadurch, dass er jetzt dieses Signal gesetzt hat, dass man das nicht hinnehmen darf, diesen brutalen und barbarischen Akt, und durch militärische Aktion das gemacht hat, salopp könnte man sagen, er kann nicht nur twittern, er kann schießen, aber das würde in die falsche Richtung gehen. Es ist, glaube ich, eine richtige Aktion gewesen. Die Amerikaner zeigen den Konkurrenten und vor allem Assad, wir sind mit im Spiel, den Freunden wie Saudi-Arabien, wir sind wieder da. Und das diplomatische Spiel ist offen, das ist das Wichtige. Ne? Heißt das tatsächlich, dass man in dem Punkt sagen kann, es hat diesen Militärschlag gebraucht, um dieses diplomatische Spiel tatsächlich wieder zu öffnen? Denn die Situation war ja wahnsinnig verfahren. Ich habe am Sonntag bei der Kollegin Anne Will John Kornblum gesehen, der eine Parallele zog zu Jugoslawien und sagte, als damals dort die NATO eingriff, das war das entscheidende Momentum, das alles verändert hat. Ist es dort ähnlich? Oder verstehen Sie Menschen, die sagen, Gewalt ist ganz grundsätzlich immer das letzte Mittel? Und Gewalt ist ja auch das, was die allermeisten Menschen in diesem Land zum Beispiel absolut ablehnen und sagen, das wollen wir nicht. Wir haben schon genug Schießerei auf der Welt. Zu Recht, Herr Lanz, aber da ist was dahinter. Wir sind es in Deutschland gewohnt zu sagen, auf der einen Seite sprechen, Diplomatie ist eine tolle, positive Sache. Und das Militärische ist negativ, wir wollen keinen Krieg. Und in Wirklichkeit, und das haben wir Deutschen eigentlich noch aufgrund unserer Geschichte natürlich auch verständlicherweise zu wenig gelernt, in Krisen und in Kriegszeiten gehört beides zusammen. Diplomatie ist ja in Krisenzeiten oder in Kriegszeiten nicht nur miteinander plaudern, sondern sie müssen dementsprechend Härte und militärische Stärke signalisieren, damit sie überzeugen können. Das ist die bittere Wahrheit. Und durch diesen Akt hat eben Trump gezeigt, wir sind da. Er hat alles getan bei diesem Schlag, um ihn zu begrenzen, übersichtlich zu gestalten, keine Aggressivität gegenüber den Russen zu sagen, es ist nicht gemeint, dass ihr euch ängstigen müsst. Gehen Sie auch davon aus, dass die vorher Bescheid wussten? Ja, ja. Und er hat ja auch darauf geachtet, dass die Russen nicht involviert werden. Und damit hat er ein starkes Signal gesetzt. Und das Entscheidende, was Sie auch gesagt haben, ich glaube, ist auch ein bisschen Hoffnung drin, was ich sage. Das gebe ich zu. Das muss nicht so kommen. Vielleicht, aber es ist im Moment so schlimm, das ist die einzige Chance. Es geht natürlich nur, wenn nun die andere Seite begreift, Assad und auch die Russen und die Iraner, sie können nicht durchmarschieren, sie können nicht gewinnen. Und auf der anderen Seite die Amerikaner signalisieren, wir sind an einem Punkt, wo keiner gewinnen kann.
Also müssen wir alle an einer diplomatischen Lösung arbeiten. Und das wäre dann die Signalwirkung. Aber die Frage an Sie, Herr Hacke, ist es tatsächlich so, dass es in diesem Konflikt... Ist es tatsächlich so, dass es in diesem Konflikt keine Gewinner gibt? Ich meine, jemand wie Putin, der hat doch all seine Interessen, all das, was er eigentlich im Hinterkopf vermutlich hatte, ja, das hat er doch eigentlich alles durchgesetzt. Niemand redet mehr über die Krim, kaum noch einer redet über die Ostukraine. Ja. Der Einflussbereich in Syrien, also Zugang zum Mittelmeer, wichtige Militärstützpunkte, all das sozusagen erhalten. Und zurück auf der Weltbühne, also das heißt die alte Großmacht Russland, wieder groß gemacht. Alles erreicht. Absolut. Aber wir haben mit Schuld. Das ist der Punkt. Wir haben ihn an Punkten herausgefordert, wo wir von vornherein hätten wissen müssen, dass da die Russen keinen Deut zurückgehen. Er hat immer wieder gesagt, die Ukraine, wenn ihr die in den Westen zieht, in die NATO wollt oder die, in die Europäische Union, das werden wir nicht zulassen. Das sind die realistischen Gesetze, sagen wir mal, von einer Politik, die eben nach Einflusssphären zu bemessen ist. Und so hat er genauso signalisiert, dass er seinen Stützpunkt Syrien, wo auch die russische Flotte ja einen Hafen hat, und seinen einzigen Verbündeten dort, eben Assad, nicht fallen lässt. Das ist für ihn das Tor für den Nahen Osten. Und wir haben gemeint, wir können Putin in der Ukraine und in Syrien herausfordern. Und es war vorauszusehen, dass er dort nicht nachgeben würde. Und jetzt bleibt natürlich nur beizudrehen, denn wir haben nicht die militärische Stärke und es wäre Wahnwitz, ihn herauszufordern. Es geht nur mit. Es geht nur mit. Es geht auch nicht ohne und schon gar nicht gegen Putin. Und deshalb sage ich, ist diese Aktion, über die wir sprechen, ja, also die Reaktion auf den Giftgasangriff, sozusagen, das ist eben, dass die Amerikaner sich wieder ins Spiel bringen und sagen, wir sind da, aber wir wollen nicht eskalieren, sondern wir wollen mit Ihnen zusammen in Moskau. Und das ist der Hintergrund, warum Tillerson also unter Umständen morgen natürlich auch nicht nur freundliche Gespräche führen wird. Denn Putin wird nicht gleich sagen, wie toll ihr seid da, wir machen was gemeinsam. Aber er hätte es noch weniger getan, wenn die Amerikaner nicht reagiert hätten, wie er jetzt reagiert hat. Dann hätte er sie noch weniger ernst genommen. Sie sagen, es geht nur mit Putin, geht es auch nur mit Assad? Da glaube ich... Ja, das ist auch eine interessante Frage. Darf ich noch einen ausholen? Ja, ich glaube sogar, dass Assad diesen barbarischen Akt aus einem ganz bestimmten Grunde nur gemacht hat. Der hat ja militärisch nichts gebracht. Ja? Das war eine solche Herausforderung. Der Giftgasangriff. Ich glaube, er wollte damit provozieren, das, was die Amerikaner gemacht haben, um damit Putin wieder an seine Seite zu ziehen. Denn er fürchtet nichts anderes, als dass Putin und Trump sich über seinen Kopf hinweg arrangieren. Ne? Das wünschen wir natürlich alle. Und ich denke, man ist so weit, im Westen sowieso, dass es nur ohne Assad geht. Und das ist abzuwarten, ob Putin irgendwann in einer stillen Stunde ihm sagt, hören Sie zu, Sie müssen abtreten. Aber, das ist der wichtige Punkt, wir sollen nicht glauben, wenn Assad vorbei ist, dass dort Glaube, Liebe, Hoffnung ausbricht. Mhm. Wir nehmen das Beispiel Libyen. Es muss ein säkulares Regime geben, wie immer das ist. Es muss Ordnung schaffen. Es braucht Demokratie einen Plan für die Zeit danach. Und wer soll das denn machen? Es wird, so bitter wird es sein, es wird jemand sein aus dem Umkreis, aus dem Regime, aus dem Umkreis von Assad. Ich sehe keine andere Möglichkeit. Was anderes wird Putin nicht zulassen. Und was anderes wird auch Assad selbst, wenn er... Er hätte beinahe gesagt, unter Tränen abtritt, was anderes auch nicht zulassen. Es wird jemand aus dem Regime im weiteren oder im näheren Kreis sein. Ich würde da gerne noch mal auf diesen Punkt zurückkommen, Herr Hack. Wenn Sie sagen, oder anders gefragt, halten Sie es wirklich für möglich, auch aufgrund Ihrer Erfahrung, Sie beobachten Politik wirklich schon seit langem. Ich tue nur so, ich weiß auch nicht. Nein, Sie forschen vor allen Dingen über amerikanische Innen- und Außenpolitik. Das ist ein wahnsinnig schmutziger, ekelhafter, widerwärtiger, zynischer Krieg, der dort stattfindet. Ja. Halten Sie es für möglich, dass man ernsthaft solche Bilder produziert, in Kauf nimmt, mit einem solchen Giftgasangriff auf die eigenen Leute losgeht, wohl wissend, was das für eine Empörung da draußen möglicherweise hervorruft, nur um jemand anderen auf der anderen Seite des Atlantiks zu provozieren? Das ist Ihr Maßstab, Herr Lanz, oder meiner, oder unser moralischer Maßstab, unserer liberalen Gesellschaft. Ich glaube, was der Mann schon angestellt hat, was er mit seinem Volk getan hat, ist das für den fast neppig, hätte ich beinahe gesagt, so zynisch, das auch noch zu tun. Also da können Sie nicht mit unseren Maßstäben kommen. Der ist schon, ihm geht es nur brutal um den Machterhalt. Ja?
Und da braucht er an seiner Seite Putin. Und die Frage ist, ob das jetzt zu weit geht und ob Putin auch sagt und ob der Westen jetzt unter der neuen Führung und auch der energischen Führung und auch einem Beraterstab, der sich zum Glück jetzt um Trump, ich sage mal Vorsicht, ein bisschen zu bessern droht. Ne? Gehen Sie, Herr Hacke, das ist auch etwas, was durchaus umstritten ist, auch in diesen Tagen im Fernsehen immer wieder zu besichtigen. Wenn Menschen wagen, eine andere Theorie zu äußern, als die, die da lautet, Assad geht mit Giftgas auf, auf sein eigenes Volk los, dann gibt es in aller Regel sofort den Vorwurf, billige Verschwörungstheorie. Wie sicher können wir denn sein, dass er hinter diesem Giftgasangriff steckt? Ich glaube, dass wir 99% sicher sein können. Was macht Sie da so sicher? Einmal natürlich schon, dass vorher auch das Assad-Regime das getan hat und dann eben die Untersuchungen, die das ergeben haben vor Ort. Da gibt es genügend Objektive. Das ist ja nicht nur aus deutscher Sicht, das ist internationale Sicht, das ist nicht nur aus amerikanischer Sicht, aus der EU-Sicht. Alle haben gesagt, das ist so und ich glaube auch, dass es so ist. Ich frage das deswegen, weil wir ja in diesen Zeiten auch etwas erleben, was es so in der Form so vorher nicht gegeben hat. Was? Nämlich auch einen Krieg um die Deutungshoheit von Bildern. Ja, das ist richtig, aber das haben wir ja jetzt schon seit einiger Zeit. Ja. Und das ist natürlich eine neue Qualität. Aber ich denke, in der Situation, in der jetzt Assad ist, ist ihm das als totalitärer Herrscher relativ egal, wenn er durch einen brutalen Akt, was ich zugegebenermaßen sage, was spekulativ sein kann oder vielleicht auch ist, versucht, Putin an seine Seite zu ziehen. In diesem Machtpoker geht es nicht um Menschenrechte für so einen Mann. Das ist lange vorbei. Es geht um nackten Machterhalt. Glauben Sie, dass es zu weiteren amerikanischen Militärschlägen kommen wird da in der Region? Ich würde es nicht ausschließen für den Fall, dass sie noch zeigen müssen, also gerade gegenüber Putin, wir können noch mehr, ja, also wir können noch sehr viel deutlicher zeigen, dass wir hier militärisch zeigen, wir überlassen euch nicht die Initiative und schon gar nicht, dass ihr gewinnt. Denn ich meine, in den letzten zwei Jahren hat ja Assad dank des russischen direkten Eingreifens enorme Landgewinne gehabt. Und ich glaube, um das zu vermeiden, wird vielleicht es notwendig sein, was wieder unsere Angst schürt und zu Recht. Denn wenn Eskalation passiert, können Sie natürlich nicht alles vorher kalkulieren. Es kann völlig falsch verstanden werden in Moskau. Da kann Trump noch so oft sagen, ja, es ist friedlich gemeint. Auf der anderen Seite können die Kräfte auch im Iran, Hisbollah, wer auch immer sagen, wir müssen jetzt was tun. Also es ist hochbrisant. Es ist hochbrisant und macht es natürlich noch schwieriger, weil wir sagen, der Mann im Weißen Haus hat uns in den letzten Wochen nicht nur durch Beständigkeit und Übersicht gefallen, aber ich hoffe auch dort und setze dort auf Lernfähigkeit. Das ist in Ansätzen zu sehen. Und die Militärs und seine Berater, also jetzt der Chef des Nationalen Sicherheitsrates und auch der Verteidigungsminister, das sind hochprofessionelle Leute. Und auch der Militärschlag selbst ist, also das muss man so sagen, erstklassig durchgeführt worden. Nicht? Also fällt mir immer, ehrlich gesagt, aber da sind wir wahrscheinlich auch so geprägt, wie wir geprägt sind. Mir fällt es immer schwer, so in Begeisterung zu verfallen. Naja, ich wollte nicht begeistern. Durch die Gegend schießt. Nein, ich weiß. Aber Sie sind ja da nicht der Einzige, der sagt, das war in dem Fall genau richtig. Ja. Herr Hacke, danke Ihnen sehr, dass Sie heute unser Gast sind. Ich habe schon gesagt, Frank Elstner und Herr Schnapp sind heute bei uns. Und ich muss noch ganz kurz politisch werden, Frank. Hast du Donald Trump mal kennengelernt oder war er nur Teil einer Sendung von dir? Nein, er war Teil einer Sendung. Wir haben eine Einspielung in New York gemacht. Damals hatte er gerade seinen Trump Tower gebaut. Und ich habe eine Sendung gemacht, die hieß Nase vorn. Und er hatte damals die Nase vorn mit seinem Wolkenkratzer. Aber eine größere Nähe zu ihm habe ich nie gesucht. Und auch nie gefunden. Und werde sie auch nicht suchen. Aber wir schauen mal kurz rein. Es ist interessant, vor allen Dingen, wenn man mal darauf achtet, wie er spricht, die Art und Weise. Da hat sich wenig verändert und auch das Vokabular, sagen wir mal, relativ übersichtlich. Bitte schön. Man versucht ja in so eine Sendung alle möglichen Berufe einzuladen. Vertreter aus allen verschiedenen Gruppen, Menschen, die viel Geld verdienen, die wenig Geld verdienen. Und jetzt haben wir so einen wirklichen Multimillionär mal angezapft. Wer sich mit Wolkenkratzern beschäftigt, kennt den Namen natürlich Donald Trump. Da gibt es den Trump Tower in New York, der hat ein tolles Hotel gekauft, hat das für 10 Pfennig oder für einen Pfennig, glaube ich, seiner Frau geschenkt. Das ist das berühmte Plaza Hotel. Dem haben wir gesagt, wie wär's, wenn Sie sich was einfallen lassen würden für den Sieger der Berliner Originale. Und das sagt uns jetzt Mr. Trump aus New York persönlich.
Hallo, Frank. Hallo, Berlin. Welcome to New York, the home of the world-famous Plaza Hotel. Over the years, the Plaza Hotel has been, which is right behind me, our greatest landmark, and we look very much forward to the winners coming to New York and staying at the hotel. I own the hotel. It's a wonderful place to be, and you're all going to have a fantastic time in New York. And anything I can do to make your stay more worthwhile, you please have to let me know. Thank you and have a great evening. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Und das ist die Überraschung für Käse-Paul. Hallo Frank. Wahnsinn. Hi Markus. Hallo Frank. Ja, war irre. Aber was du daran siehst, das ist natürlich ein ausgebuffter Geschäftsmann. Absolut, ja. Er hat damals gewusst, wenn ich da was Nettes sage im deutschen Fernsehen, dann kriege ich ein paar Touristen mehr in mein Hotel. Richtig. Also er hat Werbung für sich gemacht. Absolut. Und also spricht eigentlich so, wie wir ihn heute auch kennen. Die Stimmlage auch ganz, ganz ähnlich. Allerdings noch so ein bisschen flüssiger. Jetzt ist er ja immer so, man hat das Gefühl, manchmal auf der Suche nach einem Wort. Und dann sucht er noch ein Wort, das noch besser ist, aber er findet es irgendwie nie. Ja, das ist so das Gefühl, das man bei Donald Trump häufig hat. Frank, am Samstag bei den Kollegen der ARD, große Gala zu deinem 75., der ja erst noch kommt. Dennoch riesiger Erfolg, 5,7 Millionen Menschen war dabei. Herzlichen Glückwunsch dazu. Das hat Spaß gemacht, das auch gesehen. Wir müssen kurz klären. Ja. Jetzt muss ich erst mal sagen, du hättest natürlich dort dabei sein müssen. Ich war auch eingeladen. Und wir haben auch alles versucht, dich zu kriegen. Aber du hast an dem Tag eine andere Sendung gemacht. Genau, habt ihr am Dienstag das aufgezeichnet. Und wir haben am Dienstag hier, so wie heute auch, unsere Sendung hier. Deswegen war das leider nicht möglich. Aber wirst auch ständig gefragt, was los ist und wo das Problem ist. Ja, aber ich erzähle allen Menschen, dass wir natürlich überhaupt kein Problem haben. Nein. Ganz im Gegenteil. Und damit du auch in Zukunft keine bekommst, habe ich dir heute einen Gast mitgebracht, der dafür sorgen wird, dass du noch ein paar Bonusjahre bekommst. Ja, sehr gut. Frank sagt, apropos Bonusjahre, wir kommen gleich zu dem Thema, das ihr uns mitgebracht habt, aber wenn man so zurückschaut, das war ja auch toll, das zu sehen, diese wahnsinnige Karriere. Es ist eine Karriere, die so nicht vielen gelungen ist im deutschen Fernsehen, wie du sie geschafft hast. Ja. Vor allen Dingen auch unter den Vorzeichen, wie das begonnen hat, habt ihr das erzählt, vom Internat geflogen und dann als Schauspieler grandios gescheitert, weil man einfach kein fieser Mörder sein kann. Ja, Frank Elstner kann kein Muttermörder sein, das geht einfach nicht. Aber wenn du selber so zurückschaust, was sind die drei Höhepunkte deines beruflichen Lebens? Was würdest du sagen? So deine drei Highlights. Also, was meinen Charakter am besten widerspiegelt, ist natürlich Wetten, dass. Absolut, weil ich bin neugierig. Mhm. Und wenn man neugierig ist, dann freut man sich, wenn es so viele Zuschauer gibt, die verrücktesten Ideen haben. Also, dass eine Frau aus der Schweiz zu mir kommt und sagt, ich kenne jede Krone, die auf einem gekrönten Haupt steht. Und das kann man sich gar nicht vorstellen. Oder ich hatte eine Frau vom Bodensee, die kannte, Herr Hacken, Sie müssen sich das mal vorstellen, die gezogenen Lottozahlen von 3 Jahren hintereinander in der richtigen Reihenfolge. Wenn ich die vorher kennengelernt hätte, und das hätte sich natürlich noch mehr gelohnt. Du wärst auch Milliardär, wie der Mann der Hello Frank sagt. Ja. Marian Gold war damals, ihr wart doch auch mit Alpha Will bei Wetten, das wahrscheinlich. Ja, klar. Ja, wir waren da und leider ist es damals nicht dazu gekommen, dass wir Forever Young aufgeführt haben. Aber vielleicht gibt es ja noch eine Gelegenheit irgendwann. Warum nicht? Weil? Weil wir mit der Produktion noch nicht ganz durch waren. Also wir sind damals dann mit Sounds Like a Melody da aufgetreten bei euch. Sounds Like a Melody war der zweite Welthit von Alpha Will, ne? Und weil die wir waren mit der Produktion einfach noch nicht durch. Das war ein bisschen doof. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ja, und jetzt sitzt ihr gemeinsam hier in der Sendung. Umso schöner, euch mal gemeinsam hier zu haben. Auf jeden Fall großer Erfolg. Und man sieht auch, welche Verehrung dir vom Publikum bis heute dazu teil wird. 6 Millionen Menschen sind ein großer Erfolg. Gibt es Momente, Frank,